So, gleich geht's los hier. Es muss noch alles ein bisschen eingestellt werden. Neues Setup am Start und alles ein bisschen anders dieses Mal. Bin noch nicht ganz sicher, ob alles funktioniert und man mich auch hört im Stream. Kurz Pause und hör mal in den Stream selber hinein. Ja, ziemlich leise. Okay, ich muss das richtige Level jetzt noch finden, aber OBS gibt mir da ja Hinweise. So, sollte jetzt zumindest von der Lautstärke her passen. Nochmal die Lautstärke. Ich sage nochmal ein bisschen was, damit ich sehen kann, ob es auch laut genug und nicht zu leise, nicht zu laut ist. Ja, die Musik ist ziemlich leise, obwohl ich sie. Obwohl ich sie bei mir sehr laut höre. Ja. Ich werde einfach mal. Ach so, hier. Spotify ist auch ziemlich stark aufgedreht. Gut, ich werde einfach mal das Spiel starten und dann werden wir eh sehen, wie es sich einpendelt. Startet das Spiel. So, da sind wir. Ach ja, ich muss auch das Spiel einstellen. Spielaufnahme. Und hier. So, da ist das Spiel, das ist hier, hallo. Und wie ihr sehen könnt, hinter mir ein grüner Screen, ein Greenscreen. Jetzt neu zugelegt und aufgebaut. Und noch nicht perfekt. Ich kann noch sehen, überall diese Kriselung. Aber ja, da muss noch besser ausgeleuchtet werden. Es ist hier noch kein perfektes Licht für einen Stream. Aber zumindest mal etwas besser als davor. Ich werde nochmal schnell sehen, ob jetzt die Lautstärke hier passt. Dazu muss ich das Spiel bei mir kurz mal stumm stellen. Und dann kann ich nachsehen. So, sehen wir mal, wie es jetzt von der Lautstärke ist. Und dann kann ich nachsehen. So, sehen wir mal, wie es jetzt von der Lautstärke ist. Okay, also ich bin gut zu hören. Das Spiel ist vielleicht ein bisschen leise.
Habe mich jetzt natürlich doppelt, dreifach. So, jetzt spielen wir ein bisschen härter drin. Wobei, nein. Bei mir ist es laut genug. Ich würde gerne eigentlich das Spiel im Stream lauter haben. Dazu muss ich hier drehen. So, wir hören uns das jetzt mal an, wie das klingt. Dazu rede ich jetzt einfach mal über das Spiel ein bisschen und wäre währenddessen hier auf Stumm drehen und dann reinhören. Das klingt. Dazu rede ich jetzt einfach mal über das Spiel ein bisschen und wäre währenddessen hier auf Stumm drehen und dann reinhören. Das klingt. Ja, vielleicht ein bisschen leise noch, aber falls dann jemand dabei ist, kann mir das ja gesagt werden. So, ich werde das Spiel nun wieder aufdrehen hier. Okay. Gehen wir endlich mal ins Spiel hinein. Ach ja, lange ist's her. Ich habe jetzt auch hier oben den... Hier oben wird der Chat dann eingeblendet, wenn gechattet wird. Hier unten, oh, da sieht man die ganze Zeit diese lustige 1 Euro... die 1 Euro Donation, die ich mir selbst mal gemacht habe, um das Ganze zu testen. Ja, ich glaube, das werde ich ausblenden, weil es vielleicht auch ein bisschen stört hier. Oder vielleicht zumindest etwas kleiner machen. Machen wir das gleiche. Dass das hier nicht die ganze Zeit stört. Hier, Support-Zeugs kommt da nach oben. Zwar etwas kleiner. So, Chat nach unten. Und das Dingens wird kleiner gemacht. Hier. Eigenschaften. Wie groß? Egal. Einfach ein bisschen kleiner hier. Da, das ist okay. So, was ihr hier oben noch seht, ganz oben am Bildschirmrand, ist der Streamboss. Das ist auch ein lustiges Widget, das ich jetzt eingeführt habe und einbauen möchte. Ich glaube, dass ich das schon mal aktiv hatte, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Da ist immer irgendeine Person der Streamboss und die anderen können versuchen, denjenigen zu besiegen. Wie auch immer, ich glaube, das funktioniert dann über Teilnahme am Chat oder so. Oh oh, fangt's gleich gut an. Hier wird inbreeded. Nein. Oh, Moment. So. Was haben wir hier? Wir haben zu viele Tiere hier im Gehege. Die haben sich schon zu sehr vermehrt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Welche zwei sind das? Das sind Mwamba und Esche. Sagen wir mal. Soll hier nichts machen, bitte. So. So, was machen wir? Wir haben hier, glaube ich, eh genug Tiere drin. Ich glaube, die Gemsböcke hier haben eine Gruppe von 5 Tieren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 5 bis 10 Tiere, und zwar ein Male und 9 Females. Ah, das könnte ein Problem werden. Ich glaube, wir haben hier... Ach nein, wir haben hier eh nur... Ah, wir haben hier 2 Males. Wir haben hier einen Mamba. Der ist aber schon ein bisschen älter. Der ist schon zu alt, glaube ich. Könnten wir eigentlich in die Wildnis entlassen. Und wir haben hier Khalid. Lassen wir mal den guten... Was ist er jetzt? Das nochmal? Ah ja, hier. So. Für die Leute, die sich auskennen, ich spiele hier nicht den Franchise-Mode, sondern ich spiele hier den Sandbox-Mode, weil ich mal ein bisschen was ausprobieren wollte mit dem Bauen. Ich sehe gerade, ich bin nicht auf 60 FPS mit meiner Kamera. Das ist ein bisschen schwach. Vielleicht werde ich mir eine neue Kamera holen. Aber das ist okay bisher. Ja, ich spiele hier Planet Zoo. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, es geht um einen Zoo. Es ist ein Parkbau-Simulator. Also einen Zoo bauen und managen. Ich habe hier einen südamerikanischen Zoo, wie man hier sieht, auf einer Bergspitze. Finde ich eigentlich ziemlich cooles Setting. Ich habe mich hier schon ein bisschen ausgetobt mit Gehegen. Also ich habe hier, wir haben es gerade gesehen, so ein Gemsbock-Gehege. So ein bisschen an einem Bergrand hier zum Klettern, also sehr, sehr großer Höhenunterschied von hier nach hier. Hier mit Überdachung,
bisschen kreativ, nicht allzu viele Spielereien. Hier so ein bisschen die Treppe für die Besucher nach oben. Hier oben dann noch so ein kleines kaffeeartiges Gebiet, wo man hier mit seiner Familie sitzen kann und auch die anderen Sachen begutachten kann. Kann ich mal zeigen, hier unten habe ich ein... wo ist das? Da müsste das sein. Nein, nein, da hinten. Manchmal funktioniert die Kamera nicht so gut. Wo ist das Schildkrötengehege? Ich habe hier ein Schildkrötengehege. Das will ich euch zeigen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich es hingebaut habe. Ach, da vorne. Die Kamera, manchmal zoomt sie einfach nicht mehr. Ich check nicht ganz, warum. Okay, jetzt geht's. So, hier sind die Schildkröten. Hier schön, ziemlich eben. Da sind sie. Ziemlich viele Tiere. Was habe ich da für Geräusche? Okay. Ja, die Schildkröten hier. Und auf was ich sehr, sehr stolz bin, ist hier mein Gepardengehege. Das habe ich hier an diesen Berggipfel dran gebaut, sozusagen. Hier kann man von oben hineinsehen und versuchen, die Geparden zu entdecken. Hier drüben habe ich so einen kleinen Tempel hingebaut. So ein bisschen im Wald versteckt sein soll. Hier ist ein verlassener Tempel. Mit Pflanzen überwuchert. Manchmal sind sie hier drin zum Schlafen, aber jetzt gerade nicht. Schauen wir mal, wo sind denn die Geparden? Wo sind sie denn da? Da! Sind gerade beim Fressen. Kann ich da runterzoomen? Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ach so, ich kann ja mit E und Q. Okay. Oh, sind wir irgendwo? Einen Moment. Da. Jetzt aber. Da sind wir. Da sind die Geparden und fressen gerade. Das sind die Großen. Sie haben auch Kinder bekommen. Die spielen irgendwo wahrscheinlich gerade herum. Oder schlafen vielleicht. Wir können sie auch suchen. Wir können hier an den Rand klicken. Und die Tiere begutachten. Okay, irgendwas stimmt da gerade nicht. Warum sind die so dunkel? Ich habe das noch nicht erlebt, dass das so ausgegraut ist. Sind die vielleicht irgendwie beim Eingang? Nein. Sind die denn? Oh. Okay. Was hier auch steht, Feder, das passt nicht ganz. Irgendwas ist ja nicht okay mit den Fütterungen. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir dir dann genug Futter geben. Gib mal einfach den beiden an. Dann sehen wir nämlich, was die brauchen. Okay, also die Enrichments passen. Habe ich vergessen, hier Futterstellen anzubauen? Schauen wir gleich mal. Wie heißt das mal? Gepard? Nein. Wie heißt das Tier? Jaguar. Die brauchen natürlich diese Food Trays. Nochmal einen Large, aber wir haben doch da einen. Ich habe doch hier einen eingebaut. Ach so, kommt vielleicht der Mitarbeiter da nicht hin? Das ist vielleicht irgendwie nicht möglich, dass der da... Okay, pass auf, dann bauen wir eine Fütterungsstelle mal einfach hier hin. Wer ist hier außen? Da, eben das Wasser. So, jetzt müsste der nämlich... So, wir gehen nochmal aufs Tier, um zu sehen, ob das jetzt passt fürs Tier. Falsche Barriere, so, hier. Wir haben nicht genug Feeders, warum nicht? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe 140 Stunden in dem Spiel. Das Problem hatte ich noch nie, dass hier Feeders nicht genug ist. Ich habe doch Enrichment und Fütterungsstellen. Kann ich gerade nicht zuordnen, das Problem. Aber gut, wir werden sehen. Ich meine, aktuell geht es den Tieren noch gut. Sie haben einen sehr guten grünen Status. Wir werden mal sehen, ob es hier irgendwelche Probleme gibt. Was ich jetzt eigentlich machen wollte. Hier sehen wir noch, da ist ein kleines Dörfchen, wo die ganzen Mitarbeiter leben. Oder halt, wo ihre Stationen sind. Wie die Keeper hat und die Raststationen für die Leute.
Ja, kann ich noch ein bisschen mal ausschmücken. Das werde ich noch machen. Jetzt wollte ich eigentlich ein Gehege für Krokodile bauen. Das war mein nächstes Ziel. Genau, was ich euch noch zeigen kann hier. Wenn man hier als Besucher diese Treppe runtergeht, kommt man in so eine Art Tunnel ran. Hier kann man die Jaguare nochmal sehen. Aus einer tieferen Position. Sieht man noch so ein bisschen über das ganze Gehege. Das Glas, das ist ziemlich cool, denn dieses Glas hier ist ein Einwegglas. Also man kann von der anderen Seite aus nicht hinaussehen. Also fühlen sich die Jaguare hier auch nicht gestresst. Die ganze Zeit Menschen sind. Hier auch. Aber von der anderen Seite kann man das perfekt sehen. Also hier ist es durchsichtig. Ja. Ja, die Schildkröten. Schon gezeigt. Ich werde jetzt versuchen, ein Krokodilgehege zu bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ich glaube, ja, da habe ich so ein kleines Häuschen hier gebaut. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Einfach nur mal zum Probieren so irgendeine Art Hütte gebaut. Ah, vielleicht machen wir noch irgendwas damit. Vielleicht wird das später zum Gehege oder so. So. Oh, hier steht noch immer, dass ich Resident Evil spiele. Das ist natürlich nicht korrekt. Das hier ist Planet Zoo. So. Okay, Krokodilgehege. Wir könnten das ja hier machen. Wir könnten das hier machen oder hier drüben. Wobei ich immer versuchen möchte, dass ich die Gehege so baue, dass die Leute an Shops vorbeikommen. Und hier sind jetzt gerade neue Shops gebaut worden. Das heißt, eigentlich müsste ich ja versuchen, das Gehege vielleicht hier zu bauen. Ich würde es aber gerne Richtung einer Erhöhung bauen. Denn ich habe eine Idee, wie ich es machen kann. Ich hab eine Idee. Ich würde es gerne so bauen, dass ich eine Landstelle habe und eine Wasserstelle. Also so eine Art Aquarium. Diorama. Das wäre ziemlich cool, glaube ich. Jetzt ist meine Frage, kann man ein Gehege, das aus Glas besteht, mit Wasser füllen? Müsste eigentlich funktionieren, oder? Ich probier mal. Einfach nur zum Ausprobieren. Mach das mal hier mit Glas. Mal dieses hier. So. Jetzt einfach mal so ein kleines Gehege zum Ausprobieren. Ach, wieso ist dieses Angle Snap manchmal aktiviert, manchmal nicht? So, du bist jetzt ein Gehege. Ich möchte bitte alles auswählen. Das ganze Gehege. So. Machen wir ein bisschen größer. So, und jetzt möchte ich das hier mit Wasser füllen. Oh, das geht. Aha. Aha. Okay, das ist ja gut. Das ist ja eigentlich genauso, wie ich es haben möchte. So. Ich möchte es aber jetzt wieder weg haben. Das ist schon Water Placement, ja. Wir müssen zuerst mal das Wasser hier wieder entfernen. Zack. Oh, da unten ist jetzt. Ah, kein Gras mehr. Okay. Komm, alles. Okay. Ich hätte gerne hier so. Ich mache mal hier ein bisschen Terraforming. Ich hätte gerne. Wie mache ich das? Ich hätte das gerne bis daher. Also so diese Bergmasse hier. Die soll bis hier nach vorne kommen. Ja, genau so. Das hier schaut ein bisschen blöd aus jetzt, aber das machen wir dann noch wieder kleiner. Ja, okay, das ist gut, glaube ich. Das ist gut, glaube ich. Wir machen das hier noch ein bisschen kleiner wieder. So. Okay, das ist gut, oder? Das ist gut, das ist gut. Wir machen hier mal kurz Barriere.
Mache ich das hier so? Machen wir das hier mal länger? Schon wieder diese Gamsböcke. Was ist denn los mit euch? So, Nuru und wer ist der andere? Khalid. Lass mich mal die Tiere hier anschauen. Wow, wir haben viele Schildkröten schon. Okay. So, Khalid ist das Alpha-Tier. Er würde gerade inbreeden mit. Wer war das? Nuru. Ja. Ich wundere mich, dass die nicht kämpfen hier. Khalid und. Achso, der ist im Trade Center. Wollte ich den wegschicken. Der ist noch zu jung. Und der ist. Der ist eigentlich alt genug, der könnte mit ihm kämpfen. Aber Khalid ist nur Bronze. Der hier ist ein Goldstatus. Das heißt, wir lassen uns den hier drinnen. Schicken Khalid weg. So, hier gibt es kein Inbreeding. Nicht für dich. Okay, so. Wo waren wir genau? Wir waren beim anderen Gehege wieder. Was wollen wir machen? So, wir haben hier jetzt mal einen Zahnarzt gebaut, aber da machen wir gleich weiter. Hier fangen wir an, wir gehen hier runter. Ich würde das hier dran bauen. So, an dieser Strecke hier entlang. Ah, das gefällt mir nicht. Oh, man kann das kürzer und länger machen, das wusste ich ja noch gar nicht. Sehr praktisch. Machen wir das hier mal. Machen wir das hier so. So, jetzt ist die Frage, wie weit machen wir das? Ich glaube, wir machen das noch bis hierhin. Ja, da hier rauf. Darüber. Und da wieder runter. Okay. Hoppa. Sorry. Alles gut. Das gefällt mir eigentlich. Ich mache das hier dann vielleicht noch höher. Oder das hier niedriger eigentlich. Das ist, glaube ich, niedriger. Das hier machen wir ein bisschen niedriger. So. Genau. Okay, zuerst müssen wir das Gehege erhöhen. So, ich habe immer noch Angst, dass die Musik vom Spiel hier zu leise ist. Bis denn jetzt? Müsste eigentlich passen, oder? Ich werde es mir gleich nochmal im Stream selber anhören, damit ich das herausfinden kann. So, ich rede ein bisschen über die Musik und dann mache ich hier kurz Pause. Damit ich es selbst hören kann. Zuerst müssen wir das Gehege erhöhen. So, ich habe immer noch Angst, dass das Spiel hier zu leise ist. Tu es. Hä? Bin ich jetzt gestoppt? Was ist jetzt los? Ist denn jetzt? Müsste eigentlich passen, oder? Ich werde es mir gleich nochmal im Stream selber anhören, damit ich das. Okay, ist die Musik einfach stumm, wenn ich raus tabbe? Ah. Oder, hä? Jetzt ist die Musik einfach weg im Spiel. Warum? Ach so, weil ich es stumm gedreht habe. Ich bin schlau, ich bin klug. Ah. Ich noch Angst, viel zu leise. Zu leise ist. Tu es. Tu es.
Tut mir leid, dass ihr das jetzt ein bisschen miterleben müsst. Okay, bist die Musik einfach stumm, wenn ich raus tappe? Ah. Hä? Jetzt ist die Musik einfach weg im Spiel. Warum? Ach so, weil ich es stumm gedreht habe. Ich bin schlau, ich bin klug. Ah. Ja, okay, jetzt hört man die Musik. So, Ruhe da jetzt. Ruhe, ich selbst. Okay, ich hoffe, die Musik ist jetzt im Spiel gut zu hören, nicht zu leise, nicht zu laut. Es ist ein bisschen eine Probe, immer das richtig hinzukriegen, aber jetzt sollte es passen. So. Jetzt möchte ich dieses Gehege hier nehmen. Auch nicht größer machen. Nein. Stopp. So, ich möchte das ganze Gehege hier nehmen. Und größer machen. Ja. Aber von hier bis hier können wir es ein bisschen kleiner machen. Okay. Und wir müssen es noch umdrehen. Das Glas muss auf der anderen Seite verspiegelt sein. Genau. Okay, und jetzt legen wir uns hier Wasser hin. So, wohin legen wir es? Das ist obstructed. Ich würde es aber gerne da haben. Machen wir es noch ein bisschen größer hier. Oh, einer unserer Gemsböcke ist gestorben. So, bis hierhin ist es jetzt Violet. Das ist okay, glaube ich. Die Tiere können hier auch gehen. Ich überlege gerade, dass vielleicht ein bisschen zu wenig Landfläche ist. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Landfläche gerne. Ja, das ist ja noch ein bisschen weg wieder. Und tun hier nochmal. Sicher so ein bisschen rampenartig machen. Okay, was sagt das Wasser? Wasser sagt obstructed, valid. Ja. Ja, ich würde es gerne noch ein bisschen mehr machen. Machen wir hier noch was. Okay, wie schaut's jetzt aus? Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Können die Tiere hier rausklettern? Ich glaube schon. Ich würde es zwar gerne noch ein bisschen flach machen. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen... Kann ich hier noch ein bisschen nachhelfen? Kann man das machen so im Wasser oder muss man zuerst das Wasser wegnehmen? Ah, das kann man so nicht machen. Okay, dann. Nein. So. Ey, hallo. Ich bin von der Lautstärke her okay, danke sehr. Musik ist auch okay. Ah, wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir selber? Alles okay bei dir? Oh, ich sehe gerade, dass der Chat ein bisschen riesig ist hier. Oh Mann. Danke, das muss ich gerade schnell ein bisschen anpassen hier. Ups. So, wie kann ich das hier anpassen? Kann ich die Textgröße hier gar nicht ändern? Okay, Sekunde. Muss ich kurz hier auf Streamlabs gehen?
und die Textgröße anpassen. So, Chatbox. Und das, da haben wir den Übeltäter. 52 Pixel ist ein bisschen groß. Machen wir mal 26 Pixel. Ja, jetzt ist natürlich alles weg. Aber jetzt sollte die Größe des Chats passen. Okay. Ja, sollte passen. So. Ich muss hier nochmal das Wasser kurz rausnehmen, denn ich möchte hier eigentlich gerade ein Krokodilgehege machen. Allerdings ist es noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Denn ich möchte gerne hier, dass das Ganze ein bisschen flacher hier ist. Ganz etwas weniger schnell absteigt. Kannst nicht klagen. Sehr schön, das freut mich. Wenn alles gut läuft. Oder man zumindest sich nicht beklagen kann. Immerhin. Könnte schlimmer sein, vermutlich. So. Ein bisschen flacher ist es jetzt, das gefällt mir. Ist hier noch ein bisschen flacher. Ja, oder? Oder? Ja, okay. Das gefällt mir. Wir nehmen Wasser. Und wir sagen jetzt hier, bitte Wasser. Wo sind wir? Hier. Ah ja. Das ist schon besser. Okay. Von außen ist das auch eigentlich okay. Ich überlege gerade noch, ob ich das vielleicht hier nicht ganz so eckig machen wollte, dass ich es hier vielleicht rund mache. Ich glaube, das würde mir auch besser gefallen dann. Ja. Machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen schöner. Edit Barrier. Wir nehmen uns diese Ecke hier. Und schieben die mal hier rüber. Okay. Ist schon mal schöner. Aber wir können das Ganze noch ein bisschen runder machen hier. Okay. Ja, aber das gefällt mir. Ich mach den hier noch kleiner, weil das stört mich. So. Das geht nicht. Okay. Dann lassen wir den einfach hier. Das ist schon okay so. Ist mir auch ein bisschen zu groß hier. Ja. Okay. Finde ich, glaube ich, ganz okay so. Hier ist genug Platz zum Schwimmen eigentlich auch. Wobei, wir können es hier eigentlich, nachdem hier der flache Teil dann fertig ist, hier oben, können wir es hier unten eigentlich auch tiefer machen ein bisschen. Also zumindest da unten mehr Platz zum Schwimmen geben. So, ein bisschen rein vielleicht in den Boden, beziehungsweise hier in den Berg hinein so. Ist da ja egal, wenn da eh Wasser ist. Was sagen wir? Wo ist das Wasserlevel? Hier, was? Nein, das mag ich nicht. Dann nehme ich das hier nochmal und mache das Ganze nochmal ein bisschen größer, dass wir das Wasser hier nach oben schieben können. So. Jetzt aber. Hallo, willkommen im Stream. Bei Planet Zoo. Oh, wir können das was hier schon machen. Ah, das ist ja ziemlich gut, weil hier ist dann alles ziemlich flach. Hier ist es auch gut. Hier die Ecke ist ein bisschen seltsam. Ah, bin ich Perfektionist? Ich glaube schon. Oh, das geht nicht. Das geht nicht. Dann. So. Und hier schön perfektionistisch nochmal ein bisschen nachbearbeiten.
Das machen wir kleiner. So, und hier nochmal größer, damit hier das Wasser nicht mehr hingeht. Es darf bis hierher gehen, das ist okay. Diese Gemsböcke schon wieder. Hier gibt es kein Inbreeding. Oh, die sind beide aber Gold. Naja. Da. Stopp. Mach das nicht. Okay. Da. Oh, ich merke gerade, dass man den Chat überhaupt nicht lesen kann, wenn das Ding hier offen ist. Ich brauche so eine Art Hintergrund für den Chat. Irgendeine Hintergrundfarbe oder sowas. Ja, das sind die ganzen Learnings, die man jetzt wieder macht, nach jahrelangem Nicht-Streamen. So. Wie geht's euch so? Was tut sich bei euch? Was wird gerade so gespielt? Der tut ja auch das Land hier verändern und nicht die Wassermasse-Sätze, habe ich gerade gesehen. Oder tut er nur das... Oder hat er jetzt nur das Gras weggetan? Weil das wäre okay. Ja, so will ich es haben. So will ich es haben. The Great Ace Attorney, die Collection auf der Switch, die spiele ich auch gerade. Mit Ryunosuke Naruhodo. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Spiel. So. Genau. Wir haben das Gehege jetzt mal grundsätzlich so aufgebaut. Die Frage ist, was brauchen die Tiere überhaupt für Landfläche? Muss ich mir kurz mal ansehen. Alligator, oder wie heißen die? Nein. Crocodile? Saubere Crocodile. Gab es da nicht noch andere? Ich glaube, Alligator gab es ja auch, oder? So, ein bis zwei Tiere, ein Male, ein Female. 210 Landfläche, 210 Wasserfläche. Ja, haben wir, glaube ich, oder? Das müssten 210 müssten das sein. Oh, wir brauchen noch eine Tür für den Wärter. Fällt mir gerade auf, aber das ist eigentlich okay. Das ist ziemlich cool, dass das da liegt. Das Ace Attorney, ja. Und das war eine Überraschung. Das Cap muss ich nach aller Zeit entschließen. Das stimmt. Hast du mitbekommen, warum das nicht lokalisiert wurde? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig gelesen habe, dann liegt das ja daran, dass sie den Namen von Sherlock Holmes nicht verwenden dürfen und deswegen es nicht lokalisiert haben so lange. Und jetzt haben sie ja den Sherlock Holmes auf Herlock Sholmes geändert und wohl es jetzt dann deswegen auch bei uns lokalisiert. Also, Wahnsinn. Aber ich bin froh, ich finde es ziemlich cool. Ich bin nicht weiter, ich weiß nicht, wer du bist. Ich bin jetzt erst beim zweiten Fall gerade. Im ersten Spiel. So, wir bauen uns da jetzt noch eine Tür hin, damit der Zoowärter auch hineinkommen kann. Wir brauchen auch noch einen Pfad für die Zoowärter. Den machen wir hier. Der geht darüber ins coole Zoowärterdörfchen. Und was ich sagen wollte, Disco Elysium habe ich auch angefangen vor etwas längerer Zeit schon. Hat mich aber dann leider wieder ein bisschen verloren. Nicht, weil ich es nicht cool finde, also mir gefällt es sehr gut sogar. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es... Wie soll ich sagen? Ab und zu ist es mir ein bisschen zu verkopft, so zu... Es ist zwar witzig und es nimmt sich auch nicht sehr ernst, das merkt man, aber es wird mir ab und zu ein bisschen zu hoch, pseudo-hoch. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach so, dann lese ich mir diese Questbeschreibungen durch und da ist so viel Text, wo ich mir denke, was will mir das eigentlich gerade sagen? Sherlock Holmes kommt in so vielen Otome-Spielen auch vor. Okay, kann ich mir vorstellen, ja. Wird einfach überall dasselbe verwendet, dasselbe Name.
Ah, das ist deswegen, das ist nicht in diesem was? Japanifornia, das ist japanische und Kalifornien-Mischdingens, ja. Ja, stimmt. Wobei ich weiß nicht, es gibt ja schon einige Spiele, die halt einfach auch ziemlich starken japanischen Einfluss haben und trotzdem bei uns lokalisiert werden. Also, die mal halt einfach hier so, wie heißen die Spiele nochmal, die Yakuza-Spiele. Wobei ich die halt selber nie gespielt habe, deswegen kann ich da nichts viel dazu sagen. Es soll jetzt auch überhaupt kein Hate oder sowas sein, also ich finde diese ganzen Spiele ja toll und mich freut es, dass die Spiele auch bei uns rauskommen. Warum ist hier die Tür im Boden drin? Was ist denn hier los? Tür? Bist du betrunken? Türe? Ich mach die mal kurz weg. Und jetzt? Okay, sie ist da. Sehr gut. So, wir müssen das Glas hier wieder umdrehen, denn hier ist wieder falsch herum verglast. Ah, ich mich ärgere, dass das hier der Chat. Ach, ich mach den Chat jetzt einfach auf die andere Seite für kurz. Oh. Ich mach nicht alles kaputt hier. So, Chat ist jetzt auf der Seite. Dann kann ich ihn noch gut sehen. Ich könnte ja den Chat auch eigentlich einfach bei mir über Twitch sehen. Aber so könnt ihr ihn nicht sehen. Schwierig. So witzig, dass man hier das jetzt umdrehen muss. Aber gut. Solange es funktioniert. So, jetzt kann der Wärter hier reinkommen, das ist gut. Ja, Disco Elysium. Ich würde gerne Disco Elysium eigentlich auch weiterspielen, weil ich würde gerne. Sich ärgert es, dass Capcom keine physischen Kopien in EU rausbringt. Ja. Kann ich nicht so wirklich viel dazu sagen, weil ich kaufe, glaube ich, seit Jahren keine physischen Spiele mehr. Ich kaufe eigentlich alles digital nur noch. Deswegen bin ich da nicht so richtig die Zielgruppe. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn man die Spiele auch im Regal stehen haben möchte und das noch schwer, so wertschätzt, beziehungsweise das einem halt wichtig ist, dann. Also ich habe nichts gegen physische Spiele. Ich würde mir auch noch physische Spiele kaufen, glaube ich. Wenn ich den Platz hätte, den habe ich halt aktuell nicht. Ich bin froh über jeden Platz, den ich einsparen kann. So, ich möchte jetzt endlich mal die Tiere kaufen. Kroko. Da, wir haben hier zwei für Blätter. Wir haben hier ein männliches und weibliches. Das ist schon mal sehr gut. Die werden wir uns auch gleich beide holen. Gesehen. Und dann in den Zoo schicken. Damit wir gleich mal sehen können, was die so brauchen. Also keine Sorge, das Gehege bleibt nicht so. Das wird noch schön verziert und alles. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass die Tiere überhaupt hier reinkommen und erstmal uns ein Feedback geben können, was sie wollen. Kurzes Bild hier rüber, dass ich den Chat besser lesen kann. Kein gut Englisch, aber es ist kein Problem. Meine Mutter würde das auch mögen und so. Und da ist halt das nicht sagen. Ja, okay. Ja, okay, das stimmt schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, das ist ja nicht so hübsch hier. Das muss ich dann vielleicht noch verbessern. Was da passiert? Oh boy. Ich muss einfach sagen, ich bin froh, dass die Spiele jetzt endlich bei uns rausgekommen sind, weil ich habe mich hat schon sehr stark interessiert, wie die so sind, weil ich ja die auch schon länger kenne. Ich habe ja fast alle Phoenix Wright Spiele gespielt bisher. Die einzigen, die mir noch fehlen, sind die Miles Edgeworth Teile. Ja, das ist eine gute Mischung. Kentucky Route Zero. Wishmaster 1986 ist jetzt was? Warum ist der Text so groß? Ich habe den kleiner eingestellt. Ah, gib mir eine Sekunde. Das muss ich prüfen. Oh, ich bin noch so unerfahren, was das Ganze hier angeht. Im Streamlabs will ich diese Nachricht jetzt ansehen, die ich gerade bekommen habe. Alertbox. Gib mir eine Sekunde, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Alertbox hier.
Ah, ich sehe die Nachrichten aber nicht. Okay, warte. Alertbox, Text, kleiner. Text. Ach, mit Miles läuft man wirklich herum auch. Ersten Spiel auf dem DS. Zweiten zur Hälfte. Ah, verstehe. Schade, dass der noch nicht draußen ist, der zweite. Ja, irgendwann werde ich mir die Spiele auch mal holen. Ich habe ja die Hauptteile alle gespielt. Also von Phoenix Wright 1 bis hin zu Spirit of Justice. Die haben mir alle so gut gefallen. Das ist unglaublich. Ich glaube, mein Lieblingsteil war aber auf jeden Fall Dual Destinies. Hallo, guten Abend. Ich habe leider gerade die Notification zwar bekommen, aber nicht ganz lesen können, weil es einfach zu klein war, zu groß war, der Text. Ich versuche gerade hier noch bei der Alertbox das umzustellen, dass der Text hier ein bisschen kleiner dargestellt wird. So, warte kurz. Ich weiß auch nicht genau, was das gerade für eine Notification war. Ich mache mal kurz einen Test-Follow. Okay, das ist immer noch zu groß, auch der Text. Ich will den Text kleiner haben. Ach, das hätte ich alles vorher schon einstellen können. Habe ich auch eigentlich. Aber es ist immer noch zu groß. Wo kann man den Text größer einstellen? Ja, egal. Ich werde jetzt nicht den Spielfluss hier deswegen unterbrechen. Ich hoffe, dass man es dann später... Warte mal. Ah, eine Idee. Test-Follow. So. Und das hier mache ich einfach größer. Das bringt nicht richtig was, oder? Test-Subscription. Hat abonniert. Okay. John hat gespendet. Danke, John. Das ist nur ein Test. Das war nur ein Test. Keine Sorge. Alles gut. Egal, so. Sollen wir jetzt hier das Spiel nicht deswegen unterbrechen die ganze Zeit. Ich habe es trotzdem das Spiel pausiert, weil ich das Krokodil hier jetzt habe in unserem Enclosure und ich würde gerne mal schauen, was hier so passt und was nicht passt. Okay, wir haben fast ein Quadratkilometer. Das heißt, das passt. Wasserfläche passt auch, perfekt. Deepwater passt auch. Sogar die Terrain Distribution passt perfekt. Ich möchte aber gerne das noch ein bisschen ausbauen. Hier, ich möchte hier gerne ein bisschen Sand reingeben. Machen wir hier am Rand des Wassers, machen wir hier so Sand rein. Damit das Ganze ein bisschen netter aussieht auch. Ja. Ja, da auch. Okay. Ja, das gefällt mir. So, was mag das Krokodil noch? Fast Rock mag es auch etwas mehr. Das lange Gras ist fast zu viel. Das heißt, wir werden da mal reingehen und ein bisschen von dem langen Gras wegnehmen. Ja. Zu viel, aber auch nicht zu wenig. Drüben auch ein bisschen mehr. Okay. Hast du mal die Ace Attorney Stage Plays auf YouTube gesehen? Die sind mega genial. Habe ich die gesehen? Es läutet was im Kopf. Irgendwas läutet. Ich glaube, ich habe mal gesehen, dass es die gibt, aber ich glaube, ich habe sie noch nicht gesehen. Muss ich mir nochmal ansehen. Ich hab den Realfilm zu Hause, ich habe ihn aber noch nicht geschaut. Ich habe mich noch nicht getraut, diesen Film anzusehen. Was, Stageplays? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur gesehen, dass es sie gibt. Der Film ist super, sagst du. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Film ein extremes Cringe-Fest wird und ich den zwar auf jeden Fall sehen möchte, aber irgendwie so mit Freunden in so einer schlechten Filmeabend oder so. Okay, dann werde ich mir den Film auch demnächst mal ansehen, endlich. Mich noch nicht drüber getraut, aber ich habe ihn schon hier stehen. Ich glaube sogar schon seit fast 2 Jahren. Also muss ich dann endlich mal nachholen.
So, wir brauchen noch Pflanzen fürs Krokodil. Wobei, er wäre mit 0% auch zufrieden. Aber das ist nicht gut. Tropical und Aquatic brauchen wir. Gut. So, gib mir eine Sekunde. Checke kurz. So. Okay, wir wollten Aquatic und was war das zweite? Odile, gib mir deine Infos. Tropical. Aus Asian und Oceania. Oceania. Asia und Oceania. Okay, das sind die Pflanzen, die wir benutzen können. Gut, 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 gut. Da ist eh einiges dabei. Ich werde mal hier oben anfangen mit ein bisschen Baum-Action. Machen wir mal. Machen wir da am Rand mal ein bisschen was. Ja. Das ist ein kleinerer, ne? Klein, ne? Die sind auch riesig. Das sind ein kleinere. Hier vielleicht dann so am Rand ein bisschen hinstellen. Ja. Das ist hier so ein Gebüsch, ne? Das ist auch ein Baum. Okay. Jetzt stellen wir dahin. Okay. Underwater Temple Plant. So, ich schieb den Chat hier nochmal ein bisschen nach oben, damit man das hier auch über die. Oh, nicht das ganze Spiel. So, Chat. Da ein bisschen nach oben. Welches von den Acer-Teilen, die spielen, hat dir am besten gefallen? Ich habe ja schon gesagt, meins war auf jeden Fall Dual Destinies. Das hat mir von der Story, von der Auflösung her, insgesamt einfach am allerbesten gefallen. Von den Fällen her, die unterschiedlich, wie unterschiedlich die waren. Ja, was die Pflanzen? Ich werde jetzt mal versuchen, hier ein bisschen was aufzubauen. Das ist so ein Baum. Weiß ich nicht genau, ob das hier so gut reinpasst. Ich hätte gerne so unterschiedliche Wasserpflanzen auch. Oh, so ist es cool. Wird das da irgendwo schön rein? Ja, hier, oder? Achso, hast du geschrieben? Trials and Tribulations. Und die ganzen Godot-Sache. Dual Destiny ist mega und sieht super aus. A
Apollo Justice ist einer der least like Teile, wirklich. Apollo Justice war der mit Klavier und... Ach ja, hast du hier geschrieben. Klavier und die ganze Dynamik zwischen Apollo und ihm. Ich muss sagen, ich mag Apollo Justice eigentlich sehr gerne, weil es war lange Zeit zwischen den ersten drei Teilen und dem Spiel für mich. Also für mich hat Apollo Justice eigentlich dazu geführt, dass ich wieder so ein bisschen mehr mich in die Reihe wieder verliebt habe. Und dadurch hat es auch so einen gewissen Platz bei mir im Herzen. Und außerdem, Moment, habe ich den da? Habe ich den da? Das wäre jetzt großartig, wenn ich den da habe. Ich glaube, ich habe den. Ja. Kann man das erkennen? Hier. Für alle anderen gerade super uninteressant. Aber das ist der. Das ist der Ring von Klavier oder ein Ring. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ob das ein wichtiges Item im Spiel ist oder ob das einfach nur so war. Aber ich habe das mal irgendwo gefunden und gekauft. Und jetzt liegt es bei mir einfach hier am Tisch rum. Ich weiß gar nicht, welchen Teil ich wenig mag. Ich glaube, ich mag eigentlich alle Teile. Bei Apollo Justice war, glaube ich, die ganze Thematik mit den Magiern, oder? Das war diese ganze Zauberergeschichte. Weil ja der Vater von Trucy ja dieser Zauberer war. Ja. Ach so, meinst du? Ja, okay, verstehe schon. Ja, vielleicht waren auch manche Leute irgendwie salty, dass es nicht mehr um. Also, dass Nick nicht mehr der Hauptcharakter war, sondern mehr Apollo Justice, also Apollo in den Vordergrund gerückt ist. Vielleicht mochten die Leute das auch nicht. Ich war ja auch am Anfang dagegen, als ich das gesehen habe und dachte mir so, ah, das ist ja nicht Phoenix. Aber dann. Also es gibt eigentlich keine Charaktere in diesen Spielen, die man nicht nach kurzer Zeit mag. Außer halt natürlich die obvious bösen Charaktere. Es sieht immer noch so karg aus. Ich würde das gerne hier noch mit so... Hier, genau solchen... Das ah, okay, das sind solche... Bisschen farbenfroh hätte ich es gerne, ja. Aber ich glaube, das passt nirgendwo richtig rauf, weil es nirgendwo richtig gerade ist. Unter Wasser vielleicht. Na, auch nichts richtig. Kleineres vielleicht. Ja, wird das hinpassen hier? Vielleicht wenn ich es danach verschiebe ein bisschen. Ja, das ist halt auch ein bisschen schwierig, weil es nicht so gerade ist. Und jetzt das hier so hinzudrehen, ist glaube ich ein bisschen billig, oder? Oder sieht das gut aus? Oh. Weiß nicht, das sieht ein bisschen billig aus, ich werde das wegnehmen. Ja, was ich sonst aktuell noch spiele, eigentlich Planet Zoo und Phoenix Wright. Also Ace Attorney, nicht Phoenix Wright. Sonst, ich glaube, sonst spiele ich eigentlich gerade gar nichts. Ich habe erst Going Under habe ich wieder ein bisschen ausprobiert. Dieses Roguelite-Spiel in der, wie sagt man, Roguelite in der Startup-Hölle.
Ansonsten Binding of Isaac habe ich wieder installiert, ein bisschen gespielt, aber auch nicht sehr viel. So, ich möchte jetzt mal hier das Gehege fertig bringen. Ich werde mal kurz schauen, was das Gehege noch braucht. Enrichment natürlich und Fressen, Hard Shelter. Okay. Kümmern wir uns mal um die Enrichments. Go. So, was möchtest du von Enrichments? Restrained Feeder, Rubbing Pad. Oh, Monster Hunter Rise, das habe ich auch gespielt. Das spiele ich auch gerade eigentlich wieder ein bisschen mehr. Ich habe die... Ich will jetzt nicht spoilern. Ich bin nicht sehr weit. Ich bin Hunter Rank 6. Also, storymäßig fortgeschritten, aber contentmäßig glaube ich nicht so sehr. Eine Underwater Box Feeder. Den tun wir uns mal da rein ins Gehege. Können die Leute schön beobachten, wie hier gefuttert wird. Genau, Unterwasserpflanzen müssen wir noch einige machen. Aber dazu kommen wir noch. So. Den bauen wir mal hier hin. Das hier. Ein Rubbing Pad. Machen wir mal hier hin. Wohin? Machen wir das hier. So. Hard Shelter. Ich werde jetzt mal für den Anfang einfach eins von hier nehmen. So ein langweiliges. Vielleicht werde ich später selbst eins bauen, aber jetzt erstmal kommt einfach mal eins hier hin. Hier hin? Das war doch eigentlich ein ganz guter Platz, oder? Ja. Ja, das passt eigentlich. Das hier gefällt mir nicht so ganz, dass das hier so raussteht. Deswegen werden wir hier das Terrain noch ein bisschen mal... Du bist durch mit dem Hauptgame, aber noch nicht auf 100 für diese fliegenden Raketen. Monster. Fliegendes Raketenmonster. Okay, ich hab, glaube ich, keine Ahnung, was das ist. Ich meine, vielleicht das, was man da kurz mal in der Story sieht zwischendurch, aber das habe ich noch nicht bekämpft. Aber okay, dann kann ich eh frei reden. Also ich bin mit den Village Quests bin ich durch. Ich würde den Namen wahrscheinlich auch vergessen, oder? Also ich hätte sie wahrscheinlich auch gerade nicht parat. Ach so, warte mal. Fliegendes Bomber, Beetlejuice, oder? Beetlejuice. Wie auch immer. Ich glaube, das ist der. Oh, Wildstrax. Okay, nope. Keine Idee, wer das ist. So, das gefällt mir nicht so gut, aber ich kann hier das Terrain nicht mehr ändern. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen cheaten und hier Pflanzen hinballern, einfach das Ganze zu decken. Diese Seite auch. Okay. Besser. Ja, das hier wird auch ein bisschen verdeckt, weil das gefällt mir auch nicht so gut. Oh, das kann ich aber schön hier rein tun. So Wasser. Das gefällt mir hier doch ganz gut. Ja. Da unten auch hin ein bisschen.
Und das machen wir da oben auf der Wasseroberfläche. Das mal hier hinbauen und jetzt kann ich es noch verschieben. Ich habe Monster Hunter World gespielt, ja. Aber die Story durchgespielt, aber dann nicht mehr sehr viel. Ich habe auch leider den DLC gar nicht gespielt. Schon ein bisschen, aber nicht weit. Ich bin dann bei dem Säbelzahntiger nicht weitergekommen. Baroth, nein. Wenn ich jemanden zum Raiden brauche, dann melde ich mich. Verstehe. Rajang ist in Monster Hunter Rise easy im Gegensatz zu Monster Hunter. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Rajang ist. Check das kurz. Rajang. Oh, den habe ich mal gesehen, aber den habe ich nie bekämpft. Wie gesagt, mir war dieser Säbelzahntiger schon zu schwer, da bin ich nicht weitergekommen. Naja. Ja, in Monster Hunter World habe ich zwar gespielt, aber nicht so mit so viel Begeisterung. Bei Rise bin ich ziemlich stark drin, da habe ich jetzt ziemlich durchgerusht am Anfang, dass ich dann bei High Rank zu der Anjana-Rüstung kam. Bis dahin habe ich gespielt. Jetzt dann ein bisschen Pause gemacht, aber ich habe auch vor kurzem wieder selber gespielt. Ein bisschen weiter gehuntet und ich versuche immer noch ich versuche einfach nur die ganzen Missions fertig zu kriegen, die ganzen Hub Missions, damit ich den Hunter Rank dann erhöhen kann, weil ich glaube ab irgendeinem Level kann man den Hunter Rank dann immer erhöhen. Also am Anfang geht es ja über die Missionen. Lieblingsmonster, oh, ich glaube, ich muss sagen Anjanath. Ich glaube, das ist das Lieblingsmonster. Ja, ansonsten, es kommt, glaube ich, keiner wirklich nah ran. Tobi Kadachi mag ich auch ganz gerne, aber habe ich gar nicht so oft bekämpft bisher. Nein, ich glaube, ich lege mich fest. Ich glaube, es ist der Anjanath. Ich glaube, das ist der gute. Mein Lieblingsmonster. Ich glaube, wir müssen hier noch Bedding. Okay. Spielzeug für die Guten da noch. Das rollt jetzt genau runter. Pookie Pookie und Basil Juice. Okay. Interessante Wahl. Pookie Pookie ist auch sehr lieb. sehr prägnant auf jeden Fall, das Monster. Nein, das wollte ich nicht bewegen. Bleib dort. Also sehr einprägsam mit dem Namen und dem Aussehen. Der Devil Joe. Oh. Nein, ich finde den Devil Joe okay. Ich mag den eigentlich. So, ich will jetzt gerade nur das hier löschen eigentlich, nicht das ganze andere. Ich hoffe, ich kann das jetzt nur löschen. Wieso kann ich das nicht? Egal, da bleibt der Ball halt da. Ich muss sagen, ich habe den Devil Joe auch gar nicht so oft bekämpft, dass ich wirklich viel über den sagen könnte. Fällt gerade auf, wir brauchen hier noch eine Wasserpumpe, damit das Wasser hier nicht schlecht wird.
Water Treatment. Ach nein, die ist da noch drinnen. Sehr perfekt. Okay, eigentlich müssten wir alles haben. Ich werde das Terrarium später noch schöner machen. Aber eigentlich müsste das Krokodil hier zufrieden sein. Ja. Da rennt er. Und da kommt der zweite. Ich glaube, mein Least Favorite in Rise ist es, glaube ich, einfach. Vom Aussehen her mag ich den Misuzune eigentlich ganz gerne, aber zum Bekämpfen war der ein absoluter Horror. Ich habe, glaube ich, bei keinem Monster öfters als einmal gebraucht im High Rank bisher, um es zu besiegen. Außer beim Misuzune. Und das zweite, was mich so genervt hat, war... Boah, der Name. Dieses Monster, was jetzt so als Hauptbösewicht dazu kam in Rise, also dieses Monster, was die Stampede benutzt, um zu fressen. Magna Malo? Magna Malo, ja. Ich mag den zwar, aber der war echt hart. Also der hat mich ein paar Mal getötet. Und der Misuzune genauso. Ich glaube, Misuzune habe ich 3 oder 4 Mal probieren müssen, bis ich ihn geschafft habe, das erste Mal auf High Rank. Puh. Heftiger Kampf. Da schwimmt der Boy. Ja, aber am Anfang war Magna Malo schwer. Wie ich ihn das erste Mal in Low Rank probiert habe, hat er mich auch ziemlich fertig gemacht. Aber jetzt inzwischen ist er eigentlich auch fast kein Problem mehr. So, geht's denen gut? Oh, die haben zu viele Pflanzen schon. Aha. Viele Pflanzen. Das ist ja arg. Nehme ich hier mal wieder ein bisschen was weg, hä? Kann ich hier Multi-Selection machen? Nein. So. Reicht das oder wollt ihr noch weniger Pflanzen haben? Oh, noch weniger, okay. Tiere, die weniger Pflanzen haben möchten, ne? Immer noch zu viel. Okay. Ach so, vielleicht gefällt es ihnen nicht, dass... Vielleicht... Ist es so, dass je größer die Pflanze, desto größer das Coverage? Wirklich, das hat jetzt 7% weggenommen. Okay, dann nehmen wir das hier auch noch weg. Dann müsste es eigentlich passen. Das schaut denn so karg aus. Ja, passt aber nicht. Wenn ich das hier noch wegnehme. Ach, das ist ja schade. Was ist damit? Ich nehme das mal weg. Ah, ein Baum. Tschüss, Baum. Okay. Gut, die wollen wenig Pflanzen haben. Ja, die Gäste denken, es ist zu billig, okay. Ja, bitte sehr. Es gibt nicht sowas wie zu viele Pflanzen, ja. Ich glaube, die Krokodile sehen das aus irgendeinem Grund anders. Ah, schade. Ich hätte es gerne noch ein bisschen schöner gemacht, aber anscheinend darf ich nicht. Ah, denen gefällt das. Das ist gut. Da werde ich gleich mal... Da werde ich gleich mal so einen Infostand hinbauen. Ja. Oh, das ist gleich als ganzes Set. Das ist schön. Das nehme ich doch lieber. So. Und das hier kommt weg. Und da drehen wir jetzt die Info auf über den... Deal.
Bitte sehr. Ja, das gefällt mir. Es ist zwar nicht so schön, wie es hätte sein können, wenn ich mal Pflanzen reinbauen dürfte. Aber. Ja. Ich mag die Idee, dass die Leute hier unten die schwimmenden Krokodile sehen können. Ich werde vielleicht hier auf die Seite dann noch so eine Aussichtsplattform bauen, dass man auch das von oben sehen kann. Ich glaube, das werde ich noch machen. Das gefällt mir eigentlich dann. Aber ich glaube, für heute war es das mal. Teststream hat relativ gut funktioniert. Ich werde hier noch versuchen, das ein bisschen besser aufzubauen, dass ich den Chat immer sehen kann. Dass hier das Fenster mit Hintergrund zu sehen ist. Und hier die Nachricht, die zuerst reinkam, dass ich das besser sehen kann, was da auch immer abgeschnitten wurde. Ja, das war es erstmal. Ich weiß nicht genau, wie lang der Stream jetzt war, aber als Teststream finde ich es ganz okay. Danke auf jeden Fall fürs Reinschauen. Hat mich gefreut, wieder mal zu streamen. Und hier auch mit dir zu plaudern. Vielleicht werde ich jetzt noch Ace Attorney spielen. Danke, dir auch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.